Hier präsentieren wir die 5 beste Camping-Bett-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bei dem Modell NC8835 handelt es sich nicht um ein Feldbett im eigentlichen Sinne. Denn zusätzlich zum eigentlichen Produkt ist das Feldbett mit Zelt, Matratze und Schlafsack ausgestattet, so dass sich ein 4-in-1 Gesamtpaket ergibt, das hervorragend für Campingausflüge geeignet ist, wenn Sie bequem liegen wollen. Der Aufbau ist schnell und einfach und die Bezüge sind bei 30 waschbar. Die Luftmatratze misst 189 bis 77 bis 15 cm und kann auf das Feldbett gelegt werden, so dass sich ein weicher und guter Liegekomfort ergibt. Zum Aufpumpen der Matratze wird eine Fußpumpe mitgeliefert. Nummer 4. Das mit Abstand teuerste Modell im Test war das 6320 von Kao. Der hohe Preis kommt durch die Materialien zustande, die bei dem Bett verwendet werden. Außer Verstärkungen in den Kreuzgelenken, bei denen das Bett zusammengeklappt wird, kommt nur Holz und ein hochwertiges Segeltuch als Liegefläche zum Einsatz. Dadurch gibt es keine Quietschgeräusche beim Liegen und auch die Belastbarkeit ist deutlich höher als bei einfachen Aluminiumgestellen. Allerdings ist das Bett mit einem Gewicht von 10 kg auch entsprechend schwer, so dass es für das Mitführen auf kurze Wanderungen oder Ausflüge eher ungeeignet ist. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Das günstige Feldbett von kann in 3 Farb- und Größenvarianten gekauft werden und es eignet sich aufgrund des geringen Gewichtes und des sehr einfachen Auf- und Abbaus insbesondere für alle Outdoor-Aktivitäten wie beim Zelten, Angeln oder beim Wandern. Der Bezug ist aus 600D Polyester gefertigt, der sehr widerstandsfähig ist und zusätzlich ist die Unterseite mit PVC beschichtet, damit keine Feuchtigkeit nach oben durchdringen kann. Das Bett in 190 cm Länge ist bis 100 kg belastbar und das 2,10 m lange Bett bis 120 kg. Nummer 2. Das im US-Army-Stil gebaute Feldbett aus Aluminium und Nylonbezug liegt preislich im soliden Mittelfeld, was auch dem Gesamteindruck des Bettes entspricht. Es ist in 4 Farbvarianten erhältlich und bietet eine Liegefläche von 195 bis 65 cm, so dass auch größere Personen gut auf dem Bett schlafen können. Der Aufbau insgesamt ließ sich im Test recht gut bewerkstelligen und konnte zumeist problemlos von einer Person durchgeführt werden, auch wenn der Erstaufbau mit etwas Kraftaufwand verbunden ist, da der Bezug sehr stramm sitzt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Als bestes Feldbett konnte sich das Modell von Kronenburg durchsetzen. Es überzeugte insgesamt durch eine sehr robuste Bauweise und eine hohe Belastbarkeit von 200 kg. Die Bauweise ist sehr kompakt und dank des stahlverstärkten Aluminiumrahmens steht es sehr sicher, ist aber gleichzeitig mit nur 7,5 kg Gewicht noch angenehm leicht und gut verstaubar. Die hohe Belastbarkeit ergibt sich durch die gute Materialstärke der Aluminiumstangen mit 25 bis 25 mm bzw. 25 bis 35 mm Dicke. Aufgebaut misst das Bett große 210 bis 72 bis 45 cm, was eine ausreichend große Liegefläche auch für eine schwere Person bietet. Zusammengeklappt misst es lediglich 110 bis 20 bis 10 cm. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.